Mama und Tochter sind in ihrem Lieblingspark in der Nähe des Flusses spazieren gegangen. Das Baby konnte nicht einschlafen. Psst, Schatz, alles ist in Ordnung. Die Mutter hat bemerkt, wie eine Lotusblume im Fluss schwamm. Sie sieht aus wie unsere Decke. Ich versuche, dran zu kommen. Es hat geklappt. Lass uns eine Blume um dich wickeln. Ruhe, kleines Baby. Das Geräusch vom laufenden Wasser wirkt so beruhigend. Das Mädchen ist unter dem weichen Blütenblatt eingeschlafen. Das Baby ist etwas gewachsen. Die Haare mit einem Pinsel anzumalen dauert zu lange. Das ist viel besser. Male die Lippen an. Ups, Tiana ist hingefallen. Was ist gerade passiert? Ich trage einen neuen Buddy. Dekoriere die Dutz mit Bändern. Oh, sind das Augen? Strasssteine glitzern auf ihrer Kleidung. Eine kleine Krone befindet sich obendrauf. Unsere Babyprinzessin ist im Wald spazieren gegangen. Yay! Frösche, wartet auf mich. Lasst uns reden. Was gibt es Neues? Tiana kann mit Amphibien reden. Dieses Mal bringen sie dem Mädchen bei, wie man springt. Ribbit, schau mal, wie man das macht. Oh nein, Tiana ist in den Sumpf gefallen. Oh, das ist schon okay. Nächstes Mal klappt es. Tiana, ich habe dich gesucht. Oh, du bist so schmutzig. Lass uns schnell nach Hause gehen. Schnipp, wir haben ein Bucheinband aus Schaumpapier hergestellt. Seiten haben das Buch gefüllt. Es gibt viele Illustrationen und schöne Briefe hier. Dieses Märchen über eine Froschprinzessin ist seit Jahrhunderten in der Bibliothek des Schlosses. Tiana, nach deinem kleinen Stunt im Sumpf muss ich dich baden und deine Kleidung waschen. Wer macht hier Froschgeräusche? Hast du eine neue Freundin? Okay, sie darf bleiben. Zusammen macht es sowieso mehr Spaß. Oh, ich trockne dich ab. Ich sollte dir etwas zu tun geben. Ich habe das richtige Buch gefunden. Froschmädchen, du wirst diese Geschichte lieben. Mama fing an zu arbeiten und das Mädchen hat nur ihr Buch gelesen. Was für eine aufregende Geschichte. Eine Teenagerpuppe ist in den Schönheitssalon gekommen. Ich kann mich für keine Haarfarbe entscheiden. Hier, ich möchte diese hier. Das ist einfach. Wir können eine schöne Perücke aus Satinbändern herstellen. Binde einen Pferdeschwanz zu. Und füge ein schönes Lächeln hinzu. Ich mag es. Hellgrüner Stoff wird zu einem Rock. Die Farben passen perfekt zusammen. Tiana ist in den Umkleideraum gegangen. Komm raus. Wow, der Neonrock und das weiße T-Shirt passen perfekt zusammen. Eine Blume blüht in ihren Haaren. Und auf ihrem T-Shirt befindet sich ein Froschmuster. Tiana möchte wirklich unabhängig sein. Also suchte sie nach ihrem ersten Job. Hello. Hi, wie kann ich dir helfen? Ich würde gerne mit Ihnen arbeiten. Schauen wir uns mal deinen Lebenslauf an. Hier, ich gebe mein Bestes, glaub mir. Ich gebe dir eine Chance. Nimm deine erste Bestellung, du musst sie zum Kunden bringen. Oh, sie ist runtergefallen. Tianas Froschfreunde helfen ihr und liefern die Bestellungen selbst an die Tische. Ah, die Kunden sind geschockt. Alle schreien oder lachen. Keine Panik. Was ist passiert? Frosch, danke für deine Hilfe, aber ich werde es von jetzt an selbst erledigen. Fräulein, wir geben Ihnen einen Rabatt. Tiana, keine kleinen Helfer mehr. Okay. Kürze den Becher. Male ihn so an, dass er aussieht, als wäre er aus Metall. Ein klarer Kreis wird Suppe sein. Ein ganzer Topf voller Gumbo. Es riecht lecker. Die Zutaten sind fertig. Es wird Zeit, das Gericht zu servieren. Tiana arbeitet weiterhin als Kellnerin. Für welchen Tisch ist das Gumbo? Hallo, hier ist Ihr Gericht. Bon Appetit. Eine reiche Kundin sah, dass die alte Dame ihr Essen richtig genoss. Kellnerin. Hey. Ich möchte dasselbe Gericht. Das ist Gumbo, Fräulein. Ja, das ist das, was ich will. Tiana hat das Gericht zum Tisch gebracht. Lecker. Hat es Ihnen geschmeckt? Hm? Es war super. Ich sehe, dass Sie schnell arbeiten und eine wunderbare Köchin sind. Sie können in meinem Restaurant arbeiten. Oh. Bald hat Tiana Gumbo in einer anderen Küche gekocht. Zeichne einen Kreis auf ein Kartonstück und ein rechteckiges Teil. Wir haben einen Zylinder hergestellt. Die alte Kaffeedose ist immer nützlich. Das ist eine Dose für Trinkgeld, ein geheimes Sparschwein. Und es gibt nicht nur eins. Tiana hat viel verdient. Tiana hat hart gearbeitet, um Geld zu sparen.
Oh, ich würde alles für meinen Traum tun. Sie hat endlich genug gespart. Es wird Zeit, den Anruf zu tätigen. Ich mache mir Sorgen. Hallo? Verkaufen Sie Ihr Restaurant? Hm? Der Besitzer hat sich sofort mit Tiana getroffen. Sie haben es so schnell hierhin geschafft. Schauen Sie mal, reicht das? Wow, das ist mehr als genug. Super. Deal. Tiana schaut sich die Bilder ihres Traumrestaurants an. Wird das alles wirklich wahr werden? Wir können diesen Stoff benutzen. Bereite Muster für das Kleid vor. Die Vorderseite, die Rückseite und den Rock. Und die zweite Hälfte. Jetzt ist das Kleid fast fertig. Wow. Wir müssen es nur noch mit einem wunderschönen Kragen dekorieren. Mm. Scheinbar passt dieses Band. Froschbraut, dürfen wir deinen Schleier haben? Der Rock ist so leicht. Überall glänzen Strasssteine. Biege den Draht. Füge ein paar Smaragde hinzu und die Krone ist fertig. Vergiss nicht, ihr Make-up zu ändern. Wow! Ein paar Jahre später führt Tiana erfolgreich ihr eigenes Restaurant. Aber obwohl sie reich ist, denkt sie an Leute in Not. Aha. Jeder bekommt etwas leckere Suppe. Tiana kocht riesige Portionen für ihre Kunden. Hm, es riecht so gut. Mm. Entschuldigung, bekomme ich etwas Suppe? Hm? Natürlich. Bon Appetit. Oh, danke. Jeder hat von ihren guten Taten gehört. Hello. Das Paar hat gegessen, bis es satt war. Wow, es ist kostenlos. Danke, Sie haben so ein gutes Herz. Möchten Sie noch mehr? Danke, Fräulein. Ich bin so froh, dass ich Menschen helfen kann. Hm, welche sollen wir wählen? Gelb. Eine alte Box wird zum Safe. Skizziere einen Teil. Und füge Regale hinzu. Strohhalme werden nützlich sein. Baue einen Ständer für ein Schloss zusammen. Jetzt ist das ganze Geld sicher. Sicherheit hat Priorität. Tiana hat hart gearbeitet. Es wird Zeit, sich auszuruhen. Das Geheimnis ihres Erfolges ist hier drin versteckt. Es ist das Rezept des speziellen Gumbo. Ich prüfe alle Schlösser. Alles ist in Ordnung. Jetzt kann ich mich entspannen. Oh nein, kleine Diebe sind in ihr Zimmer eingedrungen. Dieses Mal holen wir es uns. Rezept, kommt zu uns. Halten wir uns einfach an den Plan, verstanden? Die Diebe wollen den Safe erreichen. Aber man kann ihn nicht einfach öffnen. Die Sonne geht auf. Oh, es wird Zeit, von hier abzuhauen. Wir haben schon wieder versagt. Oh, was ist das für ein Lärm? Hm? Der Safe ist in Ordnung. Ich habe das wahrscheinlich nur geträumt. Stelle aus Essstäbchen eine Staffelei her. Schnipp! Unsere Verkleinerungsmagie hat funktioniert. Die Staffelei muss stabil sein. Sie sieht sogar noch besser in Gold aus. Die saubere Leinwand ist am richtigen Platz. Wenn wir genug Glück haben, dann erleben wir vielleicht, wie ein Meisterwerk entsteht. Tiana wurde älter. Sie ist superreich und kann sich alles leisten, was sie will. Was soll ich tun, wenn ich schon alles habe? Aha! Ich habe eine Idee. Ich möchte meine Kreativität ausdrücken. Ich hätte irgendwo neue Farben. Tiana ist so inspiriert. Die Leinwand erwacht zum Leben und wir sehen die Prinzessin und den Prinzen Naveen an ihrem Hochzeitstag. Ah, ein Familienporträt. Tianas Herz ist so voll. Oh! Nimm grüne und gelbe Modelliermasse. Füge anstatt von Fühlern Perlen hinzu. Dann die Augen. Ein Glühwürmchen. Stelle den Körper her. Ein paar Flügel aus Tüll tauchten auf dem Drahtgestell auf. Befestige am Körper eine LED-Birne. Was für eine schöne Lampe. Befestige einen Zweig und einen Spieß. Der Ständer ist goldfarben. Ein klarer Lampenschirm befindet sich obendrauf. Die Designerlampe ist mit Blättern und Strasssteinen bedeckt. Und ein Glühwürmchen landete auf einem Zweig. Tiana arbeitet hart, um ihr Haus gemütlich zu machen. Alles in ihrem riesigen Schloss soll warm und entspannend wirken. Es wird dunkel. Es wird Zeit, meine Lieblingslampe einzuschalten. Tiana hat die Glühbirne in Form von einem Glühwürmchen angefasst. Und der Raum war mit warmem Licht gefüllt.
Was für ein toller Abend!